Florian Silbereisen, einer der bekanntesten Künstler Deutschlands, ist für seine Fans zum Symbol für Optimismus und Glück geworden. Im Laufe seiner Karriere hat er sich das Image eines Künstlers aufgebaut, der nicht nur talentiert ist, sondern dem Publikum auch immer Freude und positive Energie bringt. Von Fernsehsendungen über Konzerte bis hin zu öffentlichen Auftritten wird Florian immer für seine offene, aufrichtige Art und sein warmes Lächeln geliebt. Doch nachdem er lange Zeit über sein Privatleben geschwiegen hatte, überraschte er im Alter von 43 Jahren viele Menschen, indem er sich offiziell zu einem Thema äußerte, über das die öffentliche Meinung seit vielen Jahren diskutiert. Für diejenigen, die Florians Karriere von Anfang an verfolgt haben, war sein Image immer mit guten Dingen verbunden. Florian ist nicht nur ein talentierter Sänger und Musiker, sondern auch ein berühmter MC in Musikshows im Fernsehen. Shows wie Die Feste halfen ihm, seine Position in der deutschen und europäischen Unterhaltungsindustrie zu festigen. Es schien, als wäre alles, was er anfasste, ein Erfolg geworden. Wenn man jedoch auf sein Privatleben zurückblickt, wird den Fans klar, dass es Aspekte gibt, die Florian selten teilt. Insbesondere nach dem Ende seiner 9-jährigen Beziehung mit Sängerin Helene Fischer. Die Liebesbeziehung von Florian Silbereisen und Helene Fischer war eine der bemerkenswertesten Beziehungen der deutschen Unterhaltungsindustrie. Beide sind Topstars, beim Publikum beliebt und scheinen das perfekte Paar zu sein. Doch 2018 gaben sie nach fast einem gemeinsamen Jahrzehnt offiziell ihre Trennung bekannt. Dieses Ereignis sorgte bei Medien und Fans für Aufsehen. Auch wenn sie sich getrennt haben, pflegen die beiden immer noch ein gutes Verhältnis und zeigen gegenseitigen Respekt. Doch nach dem Ende der Affäre hatte Florian keine Informationen darüber, ob er sich traf oder eine neue Beziehung einging, was viele Gerüchte und Spekulationen auslöste. Eines der größten Gerüchte um Florian ist, ob er schwul ist oder nicht. Obwohl Florian dieses Thema nie öffentlich angesprochen hat, hat sein langes Schweigen über sein Liebesleben bei vielen Menschen Zweifel hervorgerufen. Insbesondere die Tatsache, dass Florian nach der Trennung von Helene Fischer keine öffentlichen Beziehungen mehr hatte, verstärkt diese Spekulationen noch. Viele haben sogar behauptet, dass Florian möglicherweise die Wahrheit über seine Sexualität verbirgt, um sein Image und seine Karriere in einer Branche zu schützen, in der die Offenheit gegenüber der Sexualität viele Hindernisse mit sich bringen kann. Doch Ende 2024, im Alter von 43 Jahren, äußerte sich Florian Silbereisen offiziell zu diesen Spekulationen. In einem offenen und aufrichtigen Interview beantwortete er alle Fragen seiner Fans. Florian bestätigte, dass er nicht schwul sei und Gerüchte über seine Sexualität völlig unbegründet seien. Er sagte: "Ich verstehe, dass es als Persönlichkeit des öffentlichen Lebens viele Fragen rund um ihr Privatleben geben wird. Aber ich möchte klarstellen, dass ich nicht schwul bin. Ich respektiere und unterstütze die LGBTQ+-Community immer, aber das bedeutet nicht, dass ich zu dieser Community gehöre." Florians Aussage überraschte viele Menschen, insbesondere diejenigen, die glaubten, dass er möglicherweise sein wahres Geschlecht verheimlichte. Allerdings dementierte Florian nicht nur die Homo-Gerüchte, sondern verriet auch, dass er mit einem Mädchen ausgeht und plant, eine neue Beziehung aufzubauen. Er sagte, er wolle nicht zu viel über sein Liebesleben preisgeben, aber aufgrund des Drucks der Öffentlichkeit und der Medien sei es für ihn an der Zeit, sich zu Wort zu melden und die Dinge klarzustellen. Einer der Gründe, warum Florian sich dazu entschieden hat, sein Privatleben viele Jahre lang privat zu halten, ist, dass er sich ganz auf seine Karriere und seine künstlerischen Projekte konzentrieren wollte. Er teilte mit, dass er nach der Trennung von Helene Fischer viel Zeit damit verbracht habe, sich selbst zu hinterfragen und ein Gleichgewicht im Leben zu finden. Es ist nicht einfach, sich von jemandem zu trennen, mit dem man fast 10 Jahre zusammen war. Ich brauchte Zeit, um zu heilen und darüber nachzudenken, was ich wirklich im Leben wollte, teilte Florian mit. Ich möchte nicht nur aufgrund des gesellschaftlichen Drucks überstürzt eine neue Beziehung eingehen. Ich möchte sicherstellen, dass es eine Beziehung wird, die ich wirklich möchte und die ich langfristig aufrechterhalten kann, wenn ich die richtige Person finde.
Florians Eingeständnis stieß bei den Fans auf viele positive Reaktionen. Viele Menschen brachten ihre Unterstützung und ihren Respekt für seine Entscheidung zum Ausdruck, den richtigen Zeitpunkt zu wählen, um über sein Privatleben zu sprechen. Sie lobten auch seine Aufrichtigkeit und Geradlinigkeit im Umgang mit den Gerüchten und brachten ihre Freude darüber zum Ausdruck. Es lässt sich jedoch nicht leugnen, dass es teilweise gemischte Meinungen gibt. Einige Leute glauben, dass Florians Leugnung von Homo-Gerüchten der LGBTQ-Plus-Community schaden könnte, zumal er es nicht öffentlich dementieren musste. Diese Leute glauben, dass viele Künstler schweigen und nicht auf Geschlechterfragen reagieren, um unnötige Kontroversen zu vermeiden. Florians Unterstützer argumentierten jedoch, dass es für ihn völlig vernünftig sei, sich zu äußern, da anhaltende Gerüchte sowohl seine Karriere als auch sein Privatleben negativ beeinflussen könnten. Florian äußerte auch, dass er nicht möchte, dass seine Karriere von Spekulationen über sein Privatleben dominiert wird. Ich möchte für die Musik und Programme, die ich gemacht habe, bekannt und in Erinnerung bleiben, nicht für unbegründete Gerüchte über mein Privatleben, sagte er. Ich glaube immer, dass meine Kunst das Wichtigste ist, und darauf möchte ich mich konzentrieren. Auch wenn es weiterhin Kontroversen um Florians Privatleben gibt, ist eines sicher: Er ist immer noch ein geliebter und respektierter Künstler. Mit Talent und Hingabe an die Kunst erobert Florian Silbereisen die Herzen von Millionen Fans in ganz Deutschland und Europa. Er ist nicht nur Sänger und MC, sondern auch ein Symbol für Widerstandskraft, stets standhaft gegenüber den Stürmen des Lebens. Abschließend lässt sich sagen, dass Florian Silbereisens öffentliches Bekenntnis zu seinem Privatleben ein langes Kapitel der Spekulationen und Verdächtigungen abschließt. Für ihn ist dies wahrscheinlich ein wichtiger Schritt vorwärts, um sich weiterhin auf seine künstlerische Karriere konzentrieren zu können und gleichzeitig sein wahres Glück im Privatleben zu finden. Obwohl es weiterhin Gerüchte gibt, hat Florian mit seiner Offenheit und Offenheit bewiesen, dass Aufrichtigkeit und Liebe zur Kunst immer alle Herausforderungen und Schwierigkeiten meistern werden. Die Entscheidung von Florian Silbereisen, sich zu Themen rund um sein Privatleben zu äußern, ist ein wichtiger Wendepunkt in seiner Karriere und seinem Privatleben. Für diejenigen, die ihn im Laufe der Jahre verfolgt haben, ist dies nicht nur eine Antwort auf Spekulationen, sondern auch ein klarer Beweis dafür, wie ein Künstler mit dem Druck und den Erwartungen der Öffentlichkeit umgehen kann. Viele Künstler standen in der Vergangenheit unter dem Druck, jeden Aspekt ihres Privatlebens öffentlich zu machen, was jedoch oft mit unerwarteten Schwierigkeiten verbunden ist. Nachdem er Homo-Gerüchte dementiert und bestätigt hatte, dass er ein Mädchen umwirbt, löste Florian eine neue Welle des öffentlichen Interesses aus. Auch wenn Fans manchmal neugierig auf sein Privatleben sind, wollen sie ihr Idol eigentlich immer glücklich sehen. Für viele war Florians Entscheidung, sich zu äußern, nicht nur dazu da, sich zu verteidigen, sondern auch, um Missverständnisse auszuräumen und denjenigen, die ihm folgen, Klarheit zu verschaffen. Dies wurde noch verstärkt, als Florian seine Karriere unmittelbar nach dieser Ankündigung weiterhin erfolgreich fortsetzte. Er tritt nicht nur regelmäßig in Fernsehshows auf, sondern startet auch viele neue Musikprojekte. Seine Auftritte ziehen immer noch Tausende von Zuschauern an und beweisen, dass die Spekulationen die Liebe der Fans zu ihm nicht beeinträchtigen. Mit seinem Engagement für seine Arbeit und seinem unbestreitbaren Talent bleibt Florian auf dem Höhepunkt seiner Karriere, egal, was in seinem Privatleben passiert. Florian teilte mit, dass er, nachdem er sich viele Jahre lang auf seine Karriere konzentriert hatte, das Gefühl hatte, es sei an der Zeit, sein Herz für die Liebe zu öffnen und Glück in seinem Privatleben zu finden. Er bestreitet nicht, dass es ihm nach der Trennung von Helene Fischer schwerfiel, sich neu zu definieren und besser zu verstehen, was er im Leben wollte. Für jemanden wie Florian, der ständig mit einem vollen Arbeitsplan beschäftigt ist, ist es wichtig, sich Zeit für sich selbst zu nehmen, um nachzudenken und die wahren Werte im Leben zu finden. Obwohl es keine konkreten Informationen über die Frau gibt, die Florian umwirbt, betonte er auch, dass sich die Beziehung in einem frühen Stadium befinde
und er sie geheim halten möchte, bis er das Gefühl habe, dass der richtige Zeitpunkt dafür gekommen sei, sie der Öffentlichkeit mitzuteilen. Dies hilft ihm nicht nur, sein Privatleben zu schützen, sondern verhindert auch, dass die andere Frau in den Medienstrudel gerät, womit er aus vielen Jahren seiner Tätigkeit in der Unterhaltungsindustrie nur allzu vertraut ist. Darüber hinaus bedankte sich Florian ganz besonders bei seinen Fans, die ihn auf seiner langen Reise stets unterstützt und begleitet haben. »Ich habe großes Glück, tolle Fans zu haben. Sie lieben nicht nur meine Musik, sondern respektieren auch mein Privatleben, auch wenn es Zeiten gibt, in denen ich einige Dinge privat halten muss. Ich«, teilte Florian mit. Meine ersten Tage und Wochen sind wie immer, wenn man irgendwo neu ist, ganz, ganz spannend und aufregend und mit viel Neuem konfrontiert, auch immer noch. Ich glaube, das hört auch nie auf. Ich hatte kleine Vorteile, denn ich kannte den Konrektor schon sehr gut aus anderen Zusammenhängen und ich kannte auch einige Kolleginnen in dem Falle schon sehr gut, sodass es etwas einfacher war, hineinzukommen, weil man ein paar Anknüpfpunkte schon hatte. Und dann kam der Freitag, der 13. März und wir gingen alle in den Lockdown. Und da ich selber jemand bin, der auch versucht, immer neue Wege zu finden, was Digitalität angeht, habe ich mich am 11. März tatsächlich schon gedanklich auf den Weg gemacht. Jetzt muss irgendwie eine digitale Plattform her. Jetzt müssen wir irgendwie gucken, dass wir uns ein Dach über dem Kopf bauen, sodass wir uns, wenn wir nicht mehr in der Schule sind, trotzdem begegnen können. Das habe ich gemacht und das klappt bis heute sehr, sehr gut, weil wir knapp 90% der Eltern mittlerweile auf dieser Plattform haben und der Rest wird gerade noch aufgeschaufelt, sodass das wirklich sehr, sehr verlässlich ist. Kurze Wege, es ist eine App, die installiert werden kann, sodass man alles auf einem Endgerät hat. Ja, dennoch oder auch gerade deswegen bin ich an einer Grundschule und möchte hier direkt als Eingangsstatement so ein bisschen nochmal formulieren, dass da Digitalität nicht alles sein kann und darf und dass die Bindung einen ganz hohen Faktor ausmacht und der uns natürlich in diesen ganzen Monaten ein Stück weit abhanden gekommen ist. Meine Kolleginnen und Kollegen sehr, sehr kreative Ideen hatten, wie sie auch analog mit den Kindern und auch mit den Erwachsenen noch ins Gespräch gekommen sind. Also das Beispiel, was mir wahrscheinlich meine ganze Laufzeit jetzt im Kopf bleibt, ist eine Kollegin weit über 60 in ihren letzten Dienstjahren, die gesagt hat, ich muss die Kinder mindestens einmal die Woche sehen. Die liegen mir so am Herzen und die sind wie eine Entenfamilie jeden Samstag bei ihrem Gartenzaun vorbeigekommen. Und sie hat mit den Kindern gesprochen, sie hat neue Materialien übergeben und zusätzlich auch Videokonferenzen und digitale Dinge abgehalten. Und das ist so das, was ans Herz geht tatsächlich, weil ich da wirklich durch diese Beispiele meine Kolleginnen und Kollegen kennenlernen durfte. Und das viel, viel schneller, das hört sich komisch an, als ohne pandemische Krise. Ganz bestimmt. Anna, wenn beziehungsweise wenn ihr als Zuhörende heute, Teilnehmende, Fragen an Anna habt oder an Maike später, dann gebt diese Fragen über das Mentimeter-Tool gerne direkt ein. Und den Link dazu findet ihr im Chat. Und dort könnt ihr nicht nur eigene Fragen loswerden, sondern auch die Fragen der anderen hochwählen. Dass wir uns nachher mit den Fragen natürlich beschäftigen werden, die meiste Interesse